stehe erstmal auf wegen Krabbelreichweite, dieser. Was soll ich da hinter das zeigen? Also hier in Döbeln haben wir gehört, dass da heute ein Prozess stattfindet gegen zwei Menschen, die Müll aus Mülltonnen rausgeholt haben, der noch gut war, um ihn zu essen. Und die sollen jetzt bestraft werden. Und die Staatsanwaltschaft hat ermittelt wegen besonderem öffentlichen Interesse. Und der Lebensmittelmarkt, von dem es aus der Mülltonne rausgeholt wurde, der hat ja gar nichts dagegen. Aber die Staatsanwaltschaft meint, es ist Diebstahl und will die dafür bestrafen. Meine Herrschaften, ich darf mich noch mal vorstellen, falls Sie mich nicht kennen. Ich bin der Chef hier vom Amtsgericht. Ich fordere Sie hiermit nochmals auf, unverzüglich von den Masten runterzukommen. So, also Sie haben 5 Minuten Zeit, dieser Aufforderung zu folgen. Ansonsten werden wir die Feuerwehr hören. Ich hoffe, die Löcher sind alle groß genug und so. Ich glaube, es klappt nicht schnell genug. Das ist Rasen. Ja, der Rasen. Sie finden, da ist gar kein besonderes öffentliches Interesse und die Staatsanwaltschaft hat sich das ausgedacht. Also für mich jetzt, wie gesagt, die Lebensmittel könnten auch an die Tafel gegeben werden oder an die Leute, die, wie gesagt, jetzt auch auf der Straße leben. Wie gesagt, also ich finde es schlimm, dass es so ist. Das heißt, in Ihrem Namen ist das auf keinen Fall, wenn die Leute verurteilt werden, weil das heißt ja immer im Namen des Volkes, nein. Also in Ihrem wäre das nicht. Nein. Okay, vielen Dank. Bitte. Okay. So, bitte aus.